Herr Lindt ist sicher nicht ein Zufallsopfer, sondern der wurde ausgewählt. Herr Lindt engagiert sich gegen rechts und deswegen wurde er zur Zielscheibe. Alle möglichen Wellen von Hassrede, Bedrohung, Beschimpfung, Bodyshaming, Morddrohung. Da gibt es eine kleine, orchestrierte Minderheit, die sehr, sehr gut verstanden hat, auch wie die sozialen Netzwerke funktionieren und wie man sie missbrauchen kann. Volle Wucht und in der Weise nicht erwartet. Ich bin Helge Lindt, komme aus Wuppertal, bin Bundestagsabgeordneter seit 2017. Also ich habe fast seit Beginn meiner Zeit im Bundestag, es begann letztlich mit meiner ersten Bundestagsrede, zu Familiennachzug. Die Reaktion war sofort Wut, Aggression, weil ich in meiner Rede konkrete Schicksale genannt habe. Ich hätte mir nicht gedacht, wenn ich einen Beispielfall nenne, dass das sofort aufgegriffen wird und Grundlage für eine investigative Recherche von Rechtsextremen wird. Dass das Anlass wird für Hetze. Und entsprechend ist es dann permanent immer mehr geworden. Zwar so in Wellenphasen, aber letztlich immer mehr. Im Endeffekt ist es beinahe egal, zu welchen Themen Herrn Lindt sich positioniert. Die Gefahr, dass daraus so eine Welle gedreht wird oder so ein Hassangriff gedreht wird, ist eigentlich immer da. Mein Name ist Uli Grieshammer und ich bin bei HateAid Projektreferent. Digitale Gewalt ist nach all dem, was wir aktuell wissen, auch einfach eine Gewalterfahrung. Und weil die menschliche Psyche halt nicht unterscheiden kann, ob einem die Gewalt auf der Straße passiert oder auf dem Marktplatz oder eben im Internet. Das ist für die Psyche das Gleiche. Ich habe so einen Mechanismus entwickelt, das weitestgehend auszublenden. Ganz viel lese ich auch nicht. Und das andere ist, dass ich versuche, das als Motivation, Ansporn zu nutzen. Jetzt erst recht gegenhalten. Trotzdem funktioniert das nicht immer. Wenn Sie davon ausgehen müssen, dass Sie allem einfach schutzlos ausgeliefert sind, dann müssen wir damit rechnen, dass sich niemand mehr zur Verfügung stellen wird für diese Ämter, die am Ende des Tages unsere Demokratie am Laufen halten. Ich bin Josephine Ballon und ich bin Head of Legal bei HateAid, das heißt, ich leite die Rechtsabteilung. Wir wissen, dass ein Großteil der Hasskriminalität im Netz auch aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kommt. Da gibt es eine kleine, orchestrierte, sehr gut organisierte Minderheit, die sehr, sehr laut ist, die sehr, sehr gut verstanden hat, auch wie die sozialen Netzwerke funktionieren und wie man sie missbrauchen kann und die den Eindruck erweckt, dass sie eben die Mehrheitsmeinung repräsentiert. Also im Fall von Helge Lindt waren das nur wenige hundert Accounts, die, ich glaube 250 oder so um den Dreh, die für die Hälfte der Kommentare zu dem Thema dann verantwortlich waren. Also die posten dann einfach sehr, sehr viele Kommentare und dadurch wirkt es auch natürlich viel größer, als es eigentlich ist. Mein Name ist Philipp Kreisel und aktuell arbeite ich bei HateAid als Datenanalyst. Wir haben uns den Fall Helge Lindt eben genauer angeschaut, genau aus dem Grund, weil es eben so ein gutes Beispiel ist, was wir immer wieder sehen für solche orchestrierten Hasskampagnen. Bei Helge Lindt können wir ziemlich klar sagen, woher die ganzen Hasskommentare alle gekommen sind. Die meisten von denen haben halt sehr klare Anzeichen dafür, dass sie eben zur rechten oder rechtsextremen Szene gehören. Diese Strategie, dass man wirklich Hasskampagnen nutzt, um politische Gegner einzuschüchtern, das gibt es wirklich nur am rechten Rand aktuell, besonders bei den Extremrechten. Und wenn wir uns nicht dagegen wehren würden, gegen diese Art von Angriffe, könnte es auch zu einer Gefahr für die Demokratie werden. Hier sind politische Akteure am Werk, die sehr gezielt agieren und dafür sorgen, dass andere glauben, sie seien in der Minderheitsmeinung oder sich dann eben auch aus Angst vor Bedrohungen gar nicht mehr äußern. Leute kriegen das ja mit, was für einen Preis das hat und wie Kleinigkeiten benutzt werden und wie vulnerabel man ist, wie verletzlich man ist. Deswegen, glaube ich, macht das unsere politische Landschaft auch ärmer, weil wir ganz viele Menschen verlieren. Das zeigen ganz viele Umfragen, dass das so ist, dass Menschen aus Angst vor Hass im Netz eben ihre Meinung zurückhalten. Meinungsfreiheit muss eben auch bedeuten, nicht nur, dass man alles sagen darf, sondern dass man eben auch im Internet Räume schafft, die sicher genug sind, damit sich Menschen überhaupt trauen, sich zu irgendwas zu äußern. Eigentlich alle Plattformen haben sich viel zu lange eben vor allen Dingen als Firma verstanden, die halt Geld verdienen soll und eben nicht als die demokratische Institution, die sie auch
geworden sind. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir uns nicht auf eine Selbstverpflichtung und freiwillige Maßnahmen von Seiten der Online-Plattformen verlassen sollten. Ich bin davon überzeugt, dass es nur über Regulierung und Gesetzgebung hier tatsächlich Veränderungen geben wird. An das soziale Gewissen zu appellieren, wird nicht reichen. Deswegen raten wir unbedingt auch dazu, Strafanzeigen in Erwägung zu ziehen für alle Fälle, die möglicherweise justiziabel sind. Mittlerweile zeige ich nicht inflationär an, aber doch viel. Ich habe schon bei anderen Behördenkontakten erlebt, dass man am Anfang noch eher weggeguckt hat oder verharmlost hat oder nicht so die Brisanz gesehen hat. Bis hin zur Reaktion, können Sie nicht ein bisschen weniger machen? Also wenn sie nicht weniger sich so äußert oder wenn sie dann auf diese Attacken nicht so reagieren würden, dann gefährden sie sich doch nicht so. Aber ich muss nicht mein Verhalten als Opfer ändern, damit die Täter keinen Grund mehr haben, Täter zu sein. Wir können nicht ernsthaft einem solchen inakzeptablen Argument nachgehen. Deshalb muss man, glaube ich, auch Behörden dazu treiben, aber jetzt nicht einfach im Anklagemodus, sondern im Kooperativen, indem man sie darauf hinweist, dass und das passiert, bitte geht dem nach. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder relativ erfolgreiche Anzeigen gehabt, wo dann zum Teil Strafzahlungen in erheblicher Höhe auf die Täter, Täterinnen zukommen. Nur dann, wenn Täter und Täterinnen auch Konsequenzen spüren für das, was sie da gemacht haben, was sie ins Netz geschrieben haben, dann können wir darauf bauen, dass es sich rumspricht, dass es eben nicht lukrativ ist, Hass zu verbreiten. Grundsätzlich glaube ich schon, dass immer mehr Leute auch verstehen, dass das wirklich auch ein Angriff auf die Demokratie ist. Das hat sehr lange gedauert und es ist auch immer noch ein Prozess, dass Leute überzeugt werden müssen, dass das ein Problem ist. Es gibt Tage, an denen man denkt, alles umsonst. Aber am Ende muss man feststellen, es bewegt sich doch was. Und es entsteht ein Klima des Bewusstseins. Wir nehmen nicht mehr hin oder wir gewöhnen uns nicht daran, dass Hass Normalität ist. Das ist meine Hoffnung und insofern bin ich trotz allem ganz optimistisch und nicht im Pessimismus gefangen.